Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um einen neuen Datentyp, den ich euch vorstellen möchte, und zwar um Vektoren. Vektoren sind für die Leute, die schon mal eine andere Sprache programmiert haben, ähnlich wie Listen oder im Prinzip sind es Listen. Für die Leute, die noch nie was anderes programmiert haben, kein Problem, machen wir easy. Vektoren sind quasi wachsende Arrays. Und dazu mal ein Beispiel. Wir sagen let v, also für Vektor, gleich vec, Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen ist wichtig. Und dann machen wir hier, Achtung, keine geschweiften Klammern oder sowas, sondern wir machen eckige Klammern. Und hier können wir jetzt reinschreiben, was wir gerne hätten. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sowas in der Art. Okay. So. Und Vektoren sind eigentlich sogar ein generischer Datentyp. Das machen wir dann nächstes oder übernächstes Mal. Aber was genau jetzt hier passiert ist, wir haben einen Vektor erstellt. Und ja, mit dem können wir dann auch ein paar Sachen machen. Aber zunächst einmal, wobei, nee, ich zeige es euch nachher. Wir können nämlich die einzelnen Elemente auch anzeigen lassen. Über Print, wie immer natürlich. Und das tun wir, indem wir hier sagen, wir hätten gerne das Element an der zweiten Stelle oder an der dritten Stelle. Achtung, wir fangen mit 0 an zu zählen, wie bei Arrays auch. Das ist die 0. Stelle, 1. Stelle, 2. Stelle, 3. Stelle. Das heißt, jetzt wird hier eine 4 rauskommen. So, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, Rust und danach Rust run, dann kriegen wir hier eine 4. So, sehr gut. Also das heißt, wir können auf diese ganzen Elemente zugreifen. Achtung, wenn ich jetzt hier auf das 6. Element zugreife, dann kriege ich tatsächlich einen Fehler. Und zwar keinen beim Bauen, sondern einen beim Ausführen. Das ist einer der ganz, ganz wenigen Fehler, die Rust beim Ausführen erst erkennt. Und ja, dann panickt eben der Thread und schießt sich quasi selber ab. Also, hier steht übrigens auch panicked. Das heißt, wenn ich hier irgendwie außerhalb der Range auf diesen Vektor zugreift, ist das furchtbar schlecht. Denn ja, wird nicht zur Kompilierzeit gemerkt, sondern erst, wenn es dann tatsächlich das Programm läuft. Und das ist natürlich schlecht, denn ihr wollt nicht irgendwie, wenn ihr das Programm schon quasi veröffentlicht habt, dass dann plötzlich irgendwie der Thread aus dem Ruder läuft und anfängt zu paniken. Okay, so, wir können jetzt aber auch hier erstmal hingehen und sagen, wir wollen eine 1 und das Ganze wollen wir nicht nur einmal, sondern 10-mal. Achtet darauf, dass hier kein normales Komma steht, sondern ein Semikolon. Und das ist quasi der Sinn von diesem Semikolon da. Wir sagen, ich hätte gern 10 Einsen hintereinander. Und jetzt kann ich auf den 6. bzw. in echt 7. Eintrag zugreifen. Der ist natürlich auch eine 1. Alles klar. So, wenn wir das jetzt geklärt haben, zeige ich euch natürlich noch mehr. Und zwar, Achtung, eine ganz wichtige Sache, das hier sind keine Integer, diese Zugriffselemente. Das sind Elemente vom Typ useSize. Wir können uns gerade mal eins kreieren. Let i. Und geben jetzt hier den Typ i32 an. Ist gleich, sagen wir jetzt mal wieder hier das 3. Element, wie vorhin auch. Und dann sagen wir, ich hätte gerne das ite Element hier. Das funktioniert normalerweise, in jeder anderen Sprache tut es das, aber in Rust nicht. Vorsicht! Wenn ich jetzt hier das Ganze laufen lasse, dann kriege ich einen Fehler und der besagt mir, hier, ich darf nicht zugreifen für auf einen Vektor mit einem Typ i32. Ich darf nur zugreifen mit Sachen vom Typ useSize. useSize ist auch so ein Zahlending, mit dem kann man eben speziell jetzt für Vektoren drauf zugreifen. Warum das so ist, fragt mich bitte nicht, die werden ihre Gründe gehabt haben. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert's. Das heißt, Achtung, wenn ihr hier irgendwelche Zählvariablen oder sowas definiert, nicht wie in jeder anderen Sprache, es ist kein Integer, sondern es ist der Typ useSize. Ganz wichtig. Okay. Wenn ihr übrigens, wie ich gerade gesagt habe, drüber iterieren wollt, dann müsst ihr das auch irgendwie machen können. Und das kann man eigentlich relativ gut machen, indem man einfach sagt, ich lasse einfach mal den Print hier. Wir sagen for und dann können wir das direkt hier reinkopieren. Okay, so, for i in und jetzt geben wir hier, normalerweise macht man und v. Das ist ähnlich wie das, was ich euch letztes Mal gezeigt habe mit den Impels, beziehungsweise vorletztes Mal war es schon, mit den Impels, wo wir dann eben durchiteriert haben und ja, wo wir nicht durchiteriert haben, was laber ich eigentlich? Okay,
Wenn wir das jetzt hier ausführen, wir gehen natürlich nicht durch V von i durch, sondern wir nehmen natürlich die Einträge i. Wir iterieren sozusagen hier durch. Das heißt, i nimmt von jedem einzelnen Element hier einmal kurz die Form an. Das heißt, i ist erstmal 1, dann ist es 2, dann ist es 3, 4, 5, 6 und dann ist fertig. Das heißt, wir brauchen hier nicht über V von i, sondern wir gehen einfach nur so durch. War jetzt gerade mein Fehler. Das heißt, wir geben hier einfach direkt alle Zahlen von 1 bis 6 aus, wie wir es bei einem normalen Array auch machen würden. Und jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, hier ein und mut vorne dran zu hängen. Dann ist V hier auch tatsächlich mutable innerhalb der Schleife. Achtung, beziehungsweise die Einträge sind mutable. Achtung, wir müssen dann hier oben auch let mut v hinschreiben, sonst geht gar nichts mehr. Gut, oder wir übernehmen komplett die Kontrolle über v und sagen i in v. Ja, das ist dann quasi Ownership übernommen und wir gehen durch alle Elemente durch. So, bisher habe ich euch nicht wirklich was Neues erzählt, sondern einfach nur unspannende Sachen aus der Vergangenheit wieder aufgeholt, die bei Arrays schon vorkamen, glaube ich. Was jetzt aber wirklich neu ist, ist, dass wir diesen Vektor irgendwas ranpushen können. Und zwar sagen wir hier ganz easy, wir wollen, dass dieser Vektor jetzt ein neues Element hinten dran bekommt. Das tun wir, indem wir sagen v.push. Und mit diesem v.push sagen wir jetzt, was wir haben wollen, nämlich zum Beispiel, ich hätte gerne eine 7 am Ende. So, und ihr erinnert euch noch an vorhin, als ich V von 6 zugreifen wollte, hat nicht funktioniert, ne? Jetzt kann ich es ja gerade nochmal probieren. Und wenn ich es jetzt probiere, dann geht es auf einmal. Denn wir haben jetzt ein neues Element hinten dran gehängt. Achtung, mit Push kriegen wir immer nur hinten dran ein neues Element. Während mit Pop erreichen wir eben ein Element. Ich kann es euch gerade mal zeigen. V.pop, Klammer, Klammer. Das ist auch eine Methode. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich natürlich erstmal einen Fehler, weil ich doof bin und vergessen habe, was ich gerade vorhin selber gesagt habe. Es handelt sich bei Vektoren um generische Klassen. Was das genau ist, zeige ich euch nächstes Mal. Jetzt sage ich hier nur let a gleich und dann v.pop. So, und jetzt geben wir a aus. Das sollte wohl funktionieren. Darüber kriege ich das. Okay. Gibt auch einen Error. Liegt daran, dass wir nicht sicher sagen können, ob es überhaupt einen Return-Wert gibt. Das heißt, wir kriegen nur vielleicht einen Wert zurück aus Pop. Und vielleicht kriegen wir keinen Wert. Wenn nämlich die Liste leer ist, dann kriegen wir keinen Wert. Das heißt, wir haben hier nur einen Sum zur Verfügung. Und Sum können wir ausgeben, indem wir sagen, vielleicht geben wir was aus, vielleicht auch nicht. Wenn wir das jetzt ausführen. So. Jetzt haben wir tatsächlich, was wir wollten und wir kriegen Sum von 7 zurück. Das heißt, wir poppen den letzten Wert, also wieder mal das hinterste, was wir gerade eingefügt haben, was wir durch das Push erreicht haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt nach diesem Dings hier, also nach dem Poppen, haben wir tatsächlich nur noch einen Vektor mit 6 Elementen und das siebte ist wieder weg. Okay, so machen wir quasi immer wieder den Vektor kleiner und größer, so könnt ihr dann eine Queue realisieren oder sowas. Ja, und alles andere könnt ihr damit genauso machen. Gut, so funktionieren also Vektoren und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.